Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. So, ich weiß nicht, wo wir jetzt als erstes hingehen. Ich glaube, wir gehen hier als erstes hin. Was haben wir denn hier? Man hier alles nehmen? Ist so eigenartig, oder? Auch ein Katzenbild. Wie ist das denn? Scheint ja doch sehr organisiert zu Willst sein. du wissen, was ich im Müll gefunden habe? Nein, du findest doch nie etwas Brauchbares. Jetzt siehst du dir doch mal an. Auf dem Ding steht was drauf. Ich erkenne ein Q, ein U und ein Y. Stark, oder? Vielleicht ist das ein Code oder so. Quatsch, das ist kein Code, das ist ein Namensschild. Ein Namensschild? Was ist das denn? Das Ding hat man früher getragen, damit jeder weiß, wem man gerade voll labert. Sag bloß. Ja, wahnsinnig spannend. Und jetzt wirf es weg, sonst schlafen mir noch die Socken ein. Na gut, davor bekommt man ja Angst. Die Tiere, die Hunde, diese Darum komischen kann ich mir auch nichts kaufen. Hunde laufen hier einfach so frei rum. Das ist ja cool. Dieser Geruch hier ist abstoßend. Wie kann man nur im Dreck leben? Frag doch jemanden. Ich würde lieber bald aufbrechen, bevor das Ungeziefer in unserer Kleidung nistet. Ich schätze mal, das ist der Duke. Zahmer Schakal. Man kann den ganzen Schrott hier nehmen. Das ist voll cool. Hier brauchst du gar nicht klauen. Hey. Hey, Matt weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an? Da hinten. Ah, ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Fort willst. Wenn man mich fragen würde, und die meisten sind klug genug, das nicht zu tun, wäre meine Antwort, dass du ein Niemand bist. Und als Niemand willst du sicher wie wir alle einen Platz an der Brust vom Duke haben. Nur um dich festzusaugen wie eine Zecke, um den letzten Tropfen Milch aus ihm herauszupressen. Und glaub mir, es ist gute Milch, die er uns zu trinken gibt. Wer genau bist du? Ich bin jemand, der begriffen hat, dass Zivilisationen nichts wert sind. Ich bin jemand, der das Metall dem Fleisch vorzieht. Der Bluthund, den man nicht von der Kette lässt. Kurz gesagt, ich bin der Müllbaron, das Oberhaupt der Schrottsammler. Ich hatte mich schon gefragt, warum du im Abfall lebst. Ich hatte mich schon gefragt, warum du im Abfall lebst. Weil ich Abfall bin. Sieh dich mal um. Dieser ganze Planet ist eine große Müllhalde, seit der Meteor runterkam und das Elex mitgebracht hat. Aber jetzt kommt der Witz. Er war es auch vorher schon. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Kadaver und einer leeren Blechdose. Beides wird auf die Erde geworfen und zum Verrotten zurückgelassen. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, tu dir selbst einen Gefallen und lass die Finger von meinem Zeug. Schlag von mir aus ein paar Köpfe ein, amüsier dich mit einer Hure. Aber wenn du deine Taschen mit meinem Zeug füllst, würde mich das wirklich kränken. Ich fasse hier bestimmt nichts an. Hört, hört! Das Frauenzimmer hat Hirn! Vorsicht! Was tust du hier? Weißt du, Bomben bauen ist eine große Kunst. Und wie jeder Künstler brauchst du das richtige Werkzeug. Der Maler braucht einen Pinsel, der Steinmetz einen Meißel. Wir aber brauchen das Metall.
Also kratzen meine Jungs alles zusammen, was sie auftreiben können. Unseren Bombenbastlern soll ja nicht das Futter ausgehen. Darum sorge ich dafür, dass es pünktlich zur Stelle ist. Woher bekommt ihr das Metall? Die Ruinen der alten Welt sind unsere Fundgrube. Ich entsende meine Ratten dorthin und lasse sie mit ein paar Granaten jonglieren. Sehr effektiv, wenn man ein paar Viecher aufschrecken will, um an den rostigen Schatz zu kommen. Ratten? Meinst du deine Männer? Ratten, Männer. Was macht das schon für einen Unterschied? Du lässt also die anderen die Drecksarbeit für dich erledigen. Drecksarbeit? Aber nicht doch. Ich gebe ihnen einen Grund zum Leben. Ein Beispiel. Wenn ich einen dieser Kerle für nur ein Jahr einsperren würde, würde diese Made darum betteln, mir den Dreck von den Stiefeln zu lecken. Und genau so verhält es sich mit jemandem, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Für Außenstehende mag ich also Müll sein, und dennoch brauchen sie mich. Im Grunde genommen bin ich der Heiland dieses Scheißhauses, das sich Ödland nennt. Wenn du also nicht ziellos wie eine räudige Töle in den Gassen betteln willst, hör mir gut zu. Ich biete dir an, unsere neu gewonnene Freundschaft zu festigen. Dafür musst du mir lediglich ein paar Gefallen erweisen. Warum nennt man dich Mad Bob? Wie hast du mich genannt? Ich will lediglich wissen, was es mit dem Namen auf sich hat. Und ich will wissen, wer mich so genannt hat. Ach ja. War es William, Chloe oder gar der Duke selbst? Obwohl, streichen wir Letzteren, bleiben noch zwei. Das habe ich vergessen. Wag es ja nicht, mich zu... Nein, warte, schon gut. Wir wollen ja zivilisiert bleiben. Ich bin ja kein Unmensch. Ich respektiere deine Entscheidung. Mehr muss ich für den Moment nicht wissen. Nur, dass wir uns verstehen. Du wirst diesen Namen nie wieder in den Mund nehmen. Wegen der Gefallen? Womit soll ich beginnen? Für den Anfang eine unbedeutende Kleinigkeit. Meine Leute graben die Ruinen auf der Insel im Süden nach allem möglichen Zeug um. Unter anderem auch jede Menge Altmetall, aber irgendetwas scheint sie am Abtransport zu hindern. Wenn sie aber nicht liefern, weiß ich nicht, wofür ich sie bezahle. Geh also der Sache nach und sorge dafür, dass meine Rechnung aufgeht. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Was kannst du denn? Strahlungsresistenz? Rüstung. Ah. Tiertrophäen. Erlaubt besondere Trophäen aus Tiere. Sechster Sinn. Extra Ausdauer. Brauche ich auch nicht. Abenteurer. Zeigt dir alle Teleporter auf der Karte an. Guter Esser. Brauche ich nicht. Giftresistenz. Frostresistenz, Strahlungsresistenz finde ich eigentlich schon ziemlich nice, ne? Aber kann ich alles nicht machen, weil ich nicht genug Kohle habe. So, dann gucken wir mal weiter. Wen haben wir denn da? Gehen wir mal nach unten. Ich nehme mal den Schrott mit hier. Oder geht es irgendwo rein? Das darf ich nicht nehmen. Was machst du hier? Ich gehe schon es raus. Es ist besser für dich, glaub mir. Ich wollte ja nur sehen, was da los ist, Mensch. Ich dachte, das wäre der Duke, so wie der da auf seinem Thron saß. Wer bist du? Rausschmeißer. Rausschmeißer ist das wie bestimmt der Puff. Das ist Cindy, darf ich vorstellen. Klappstuhl. Klappstuhl, man kann sich hinsetzen und ja, guck mal. Eine Stange. Oh, Sandy geht. Oh. Muss mich hinsetzen? Kaya, setz dich hin. Genieß die Show. Mhm. Ah, ist nicht umsonst das älteste Gewerbe der Welt, ne?
Könnte ruhig ein bisschen peppiger ablaufen, aber naja. Ich will ja nicht meckern. Okay, jetzt wird's langweilig. Outlaw, Outlaw, Hank. Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift. Mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Im Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung? Natürlich. Ich könnte zwar sagen, dass ein voller Magen nicht rebelliert oder auf dumme Gedanken kommt, aber ich will ja nicht die Großzügigkeit unseres Anführers untergraben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Hast du Arbeit für mich? Das habe ich tatsächlich. Unsere Karawane, die Nachschub aus Abessa liefern sollte, ist schon lange überfällig. Da du kein Outlaw bist, wärst du perfekt dafür geeignet. Ich brauche jemanden, der nach ihr sucht und auch die Schnauze halten kann, wenn es angebracht ist. Wieso? Hast du etwas zu verbergen? Kommt ganz darauf an, was mit der Karawane passiert ist. Wenn sie von Alps überfallen wurden, darf niemand davon erfahren. Solange ich bezahlt werde, ist mir egal, was los ist. Ich wusste doch, dass ich dich richtig eingeschätzt habe. Weißt du, es könnte einen Aufstand geben, wenn herauskommt, dass unsere Nachschubrouten abgeschnitten wurden und die Alps dafür verantwortlich sind. Nimmst du diesen Auftrag an, muss ich sicher sein, dass du die Klappe halten kannst. Denn wurde die Karawane tatsächlich überfallen, darf es keine Zeugen geben. Unter gar keinen Umständen. Ich werde die Karawane suchen. Ich werde die Karawane suchen. Sehr gut. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Und keine Angst. Ich bezahle meine Leute immer und großzügig. Hauptsache, du tust, was ich gesagt habe. Also geh jetzt. Und nochmal. Wenn es ein Überfall der Alps war, dann sorg dafür, dass niemand etwas davon erfährt. Ach, eins noch. Findest du Warenkisten? Bring sie mir. Alles klar? Klar. Möchtest du noch irgendwas? Zeig mir deine Ware. Okay. Da haben wir einen Topf Brause, Lebenssaft. Lebenssaft. Blutiger Burger. Muss mir ja nicht gefallen. Nö, muss dir absolut nicht gefallen. Das muss dir da auch nicht gefallen. Darf ich hier hoch? Achso, der Herr setzt sich nur um. Jetzt kann ich mit der Frau nicht mehr reden. Okay. Rotes Licht, ja. Wie passend. Das ist Cindy. Okay, hier ist... Das sieht so lustig aus, ne? Hier ist voll das rote Bett. Also hier ist so Bett, ne? Und so. Und ein Klappstuhl. Ich weiß nicht, für was der sein soll. Vielleicht, falls einer Code zugucken möchte. Was ist das denn hier? Da fällt mir nichts zu ein. Okay, ja, mir allerdings auch nicht. Also da hinten wird gevögelt. Okay, gut, kann ich verstehen. Und hier, Fesselspielchen oder was. Also, 50 Shades of Grey ist... Oh mein Gott. Okay, und hier wird wieder gevögelt. Geht's noch? Ja, Entschuldigung, ich muss ja hier reingucken. Ich will ja wissen, was los ist. Da fällt mir nichts zu ein. Ja, da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin. So, ich bin Cindy. Du bist Cindy. Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber du siehst mir nicht gerade aus wie... Na, wie die anderen eben. Ich gefalle dir nicht, ne? Ich gefalle dir nicht. Nicht wirklich. Aber mach dir nichts draus.
Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Ich wusste gar nicht, dass jeder Nutte der Freier gefallen muss, damit sie mit ihm schläft. Ich dachte, ja gut. Da ist, in der Neuzeit ist das anscheinend anders. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Vor allem sie sagt, ich bin nicht ihr Typ, ne, weil ich nicht so aussehe wie die anderen. Aber sie ist verdreckt von oben bis unten. Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Ja. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Hm. Es ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. Hm. Das ist keine Arbeit, das ist erbärmlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre absolut kein Job für mich und ich würde es auch komisch finden, wenn ich wüsste, dass in meiner Verwandtschaft oder Bekanntenkreis oder so jemand diesen Beruf nachgeht. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Beruf wie jeder andere auch. Und ich will das jetzt nicht schönreden, aber ich will es jetzt auch nicht wirklich erbärmlich nennen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist das älteste Gewerbe der Welt und viele Frauen machen das, nicht nur, weil sie es müssen, es machen auch viele Frauen, weil sie es wirklich gut finden, weil sie darauf stehen, also, ne? Ich würde nie eine Frau, ich würde nie eine Nutte oder eine Hure wirklich erbärmlich nennen oder sie irgendwie, weiß ich nicht, ja, ich weiß jetzt nicht, weil ich weiß jetzt kein anderes Wort, also ich würde jetzt nie, weil ich kann mir vorstellen, dass dieser Job wirklich nicht einfach ist. Und dass es mit Sicherheit auch Probleme da gibt und dass man auch mit sich selber kämpfen muss. Und das müssen die Frauen ja mit sich selber klar machen. Aber eins ist klar, würde es diese Frauen nicht geben, die diesen Job nachgehen, wer weiß, wie viel Vergewaltigung es dann in unserer Welt geben würde, als es jetzt schon ist. Wie viele Frauen werden einfach so vergewaltigt oder kleine Kinder oder sonst irgendetwas. Und vielleicht würde es viel schlimmer aussehen, wenn es überhaupt keine Nutten gäbe. So, also deswegen, ich finde den Job nicht erbärmlich. Ich würde es nicht machen und ich würde jetzt auch keinem zureden, dass er es machen soll. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass jemand das macht oder sowas, dann gehe ich mit diesen Menschen genauso um wie mit jedem anderen auch und sehe das als einen Job wie jeder andere auch. Also. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Mm. Und ausgerechnet er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück von einer Gefängniswärterin. Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe. Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Ich will nicht, dass es gelöst wird. Ich will, dass sie stirbt. Wow. Alles andere kommt nicht in Frage. Wenn also deine Lösung darin besteht, mit ihr zu reden, brauche ich deine Hilfe nicht. Hm. Ich erledige das umsonst. Dann wirst du sie selber töten müssen. Bezahl mich und ich schaffe sie aus dem Weg, ja. Bezahl mich und ich schaffe sie aus dem Weg. Wenn du es wirklich durchziehst, kannst du dir sicher sein, dass es nicht umsonst sein wird.
Es wird übrigens bestimmt nicht leicht, dir das Messer an die Kehle zu setzen. Kaya gefällt das. Ein offener Kampf kann dazu führen, dass du das halbe Fort im Nacken hast. Auch wenn sie nicht gerade oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wie soll ich Iron Madison töten? Ich dachte, du wärst ein Experte in diesen Dingen. Aber du könntest sie so sehr provozieren, dass sie dich attackiert. Da ist die Chance am höchsten, dass sich niemand anderes einmischt. Greifst du sie einfach so an, kann es sein, dass manch einer hier mitmischen will. Das wäre dann dein Todesurteil. Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Erzähl mir etwas Nützliches. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, naja, gesprächig war. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich? Weiß wo? Hier, ich gebe dir die Koordinaten. Das sind die Gerüchte? Danke. Ich danke dir. Gut. Kann ich mit Cindy nicht mehr reden? Hallo? Nein, gerade nicht. Was? Du hast es nötig, was? Oh, ich wollte den Schnaps nicht klauen. Nein, gerade nicht. Was? Ich wollte hier, ins hier Bett und so. Hallo? Ich wollte vielleicht Sex und so. Hallo? Was? Nein, gerade nicht. Ach, das ist auch gemein. Hat man schon mal einen Puff hier in der Nähe und kann auch nicht mal. Eine Wohnung. Okay. Aber da war nirgendwo Chloe. Wer bist du? Outlaw. Na. Ach joa. Cutter. Halt! Nicht so schnell! Was willst du hier im Vor? Spike am anderen Tor macht Probleme. Oh nein, jetzt sag nicht, ich hätte auch hier hingehen können. Ich schaue mich nur um. Denk nicht mal dran, bei deiner Besichtigungstour was mitgehen zu lassen. Meine Aufgabe ist es, alle Leute aufzuhalten, die nach Ärger aussehen. Aber du siehst nicht schlimmer aus als die meisten anderen hier. Außerdem habe ich keine Lust auf Stress und würde am liebsten einfach nur in der Sonne braten. Von daher kannst du dich hier frei bewegen, wenn es nach mir geht. Was gibt es hier im Fort zu sehen? Das Fort ist in 4 Bezirke unterteilt. Es gibt das Vergnügungsviertel, das wird von Chloe geleitet. Das Schrottviertel wird von Mad Bob überwacht. Geht ihm besser aus dem Weg, der spinnt irgendwie. Das Kämpferviertel gehört zu Blake oder war es Big Jim? Bin mir nicht mehr sicher. Und zuletzt das Händlerviertel, das geleitet wird von, habe ich auch vergessen. Die Bosse hier wechseln teilweise schneller als ich meine Unterhose. Die einzige Konstante ist der Duke. Der steht über allem. Was machst du hier, wenn du sowieso jeden durchlässt? Tja, das frage ich mich auch. Ich hätte sparen können, nein. Der Konverter steht auf der anderen Seite des Lagers. Oh Gott. Hier kommt sowieso nie jemand durch. Meine Arbeit könnte auch ein Roboter erledigen. Also, wenn du zufällig auf deinem Weg einem Roboter begegnest, der gerne Tore bewacht, schick ihn zu mir. Bezahl mich und ich besorg dir einen Roboter. Ist das dein Ernst? Nein. Ich kann mich doch nicht von einem Roboter ersetzen lassen. Oder? Wieso nicht? Lass mich überlegen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Die Kleriker machen sowas doch dauernd. Wieso wir nicht? Den ganzen Tag herumliegen und einen Roboter seine Arbeit machen lassen? Klingt eigentlich sehr gut. Irgendeine Idee, wie wir das anstellen wollen? Ich meine natürlich nur, wenn du mir helfen willst. Ich habe keine Ahnung. Nein, hast du eine Idee?
Ich denke, wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die Hilfe von Elma. Aber vorher brauchen wir das KI-Modul einer Drohne, das Elma für uns umprogrammieren kann. Wenn du mir dabei helfen willst, bekommst du natürlich auch was von mir. Wie wär's mit 10% meines Lohns? Ich muss schließlich nicht mehr selber arbeiten danach. Ich werde ein KI-Modul für dich finden. Ich habe nicht weit von hier eine Drohne gesehen. Sie sah aus, als hätte sie jemand dort zurückgelassen. Hat vermutlich keine Befehle mehr oder ist kaputt. Auf jeden Fall hat sie sich nicht bewegt. Ich gebe dir die Koordinaten. Geh zu ihr und bring ihr KI-Modul her. Dann sehen wir weiter. Gut. Ist die Drohne so weit weg, dass du mir die Koordinaten geben musst? Also, eigentlich nicht. Ich kann dir den Weg auch beschreiben, wenn du willst. Siehst du den Leuchtturm da hinten? Wenn du von hier aus geradeaus auf ihn zugehst, stößt du schnell auf eine Felswand. Wenn du davor stehst und dich nach rechts drehst, müsstest du in einen Canyon schauen. In diesem Canyon habe ich die Drohne gesehen. Ach das, so kann... Was hat deine Aufgabe hier mit dem Konverter zu tun? Wenn die Alps angreifen, dann mit Sicherheit von dort, wo sie ihren Konverter stehen haben. Immerhin wollen sie doch einen schönen kurzen Weg, wenn sie unsere Männer verschleppen, um ihnen im Konverter das Elex auszusaugen. Deswegen ist das Tor drüben so gut gesichert. Durch das Tor hier kommt nie jemand. Fast schon sinnlos, es zu bewachen. Wie gesagt, eigentlich die Aufgabe eines Roboters. Okay, Leute. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.